So, meine Damen und Herren, und wir werden jetzt nach Bregenz schalten. Dort wird heute das Länderspiel zwischen Österreich und Island, beziehungsweise das WM-Playoff-Länderspiel, angepfiffen um 18 Uhr. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Patrick Völser, Sportdirektor des Österreichischen Handballbundes, begrüßen darf. Ich hoffe, Sie können mich hören. Wir können Sie noch nicht hören. Ich glaube, das ist noch auf Mute. Jetzt gleich? Jetzt hören wir Sie. Jetzt Super. funktioniert Perfekt. Herr Völser, vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, hier kurz vor dem Spiel. Wissen schon, die Stimmung in der Halle, füllt sie sich schon langsam? Wir sehen hinten die Ränge langsam etwas. ja, langsam. Es dauert noch ein bisschen. Wir haben noch 40 Minuten bis zum Spiel, aber man merkt, es drängen schon Leute in die Halle und die Halle wird schon voll ausverkauft sein heute und es wird ein schöner Rahmen für das Spiel heute. Es wird das zweite Spiel jetzt in Bregenz sein. Hat es sich gelohnt, wieder mal Vorarlberg als Spielort für Länderspiele sich dafür zu entscheiden? Ja, absolut. Also wir haben hier immer gute Bedingungen. Der Bregenzer Verein unterstützt uns sehr, sehr gut. Viele Ehrenamtliche arbeiten mit, dass alles perfekt läuft. Und wir fühlen uns wohl, die Mannschaft fühlt sich wohl und wir spielen immer vom vollen Haus hier und das macht der Mannschaft Spaß und den Zuschauern, glaube ich, auch. Wenn Sie die Ehrenamtlichen ansprechen, das sind ja über 60 im Einsatz, sieht man, dass den Menschen Handball besonders wichtig ist, auch hier im Vorarlberg, in der Region Vorarlberg, und auch sehr ans Herz gewachsen ist, dass man sich da gerne die Zeit nimmt für das österreichische Nationalteam. Ja, also das Gefühl kriegen wir, wenn wir hierher kommen, sind sehr viele Leute sehr bemüht, dass es uns gut geht und die Halle wird 1A vorbereitet, also wir brauchen nur Fragen und alles wird erledigt und ja, wir fühlen uns wohl. Ich glaube, wir versuchen mit guten Leistungen was zurückzugeben und hoffen, dass wir heute ein schönes Spiel zeigen können. Heute geht es ja gegen Island. Das ist ja ein sehr starker Gegner. Die haben schon bei der EM gegen Frankreich und Kroatien aufgezeigt. Wie stark muss man die Isländer, sind sie aus Ihrer Sicht auch unter den Top 5 aktuell? Ja, also Island ist eine Top-5-Nation momentan. Sie haben sehr knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Da hat ihnen, glaube ich, nur ein Tor gefehlt, dass sie in die Halbfinalspiele kommen. Sie sind eine Top-Nation. Sie sind auch die klaren Favoriten heute. So ehrlich muss man sein. Aber wir wollen ihnen Paroli bieten. Und wenn wir die Chance kriegen, dann wollen wir zugreifen. Aber wir wollen auf jeden Fall zeigen, dass wir auch gut Handball spielen können und einen heißen Beitrag bieten heute. Das Spiel gegen Island heute, Sie selbst waren ja auch 218 Mal, haben Sie das österreichische Nationaltrikot übergezogen, waren auch viele Jahre in der deutschen Bundesliga im Einsatz. Sind das heute so die Spiele, so ein WM-Playoff-Spiel gegen Island, auf das man sich als Spieler besonders freut und das Kribbeln richtig kommt? Ja, natürlich, das sind Highlight-Spiele, da freut sich jeder drauf. Wir haben ja selber einige Spieler in der Bundesliga, die kennen sich auch untereinander mit den isländischen Spielern und ja, es ist einfach, gegen eine Top-Nation spielt man natürlich gern, man misst sich gern mit den Besten. Und ich glaube, genau das wird es heute geben. Und wir wollen zeigen, dass wir auch gut Handball spielen können und dass wir ihr Tempo mitgehen können und dass wir sie aufhalten können in ihren Spielformen, weil sie natürlich schon herausragende Einzelspieler in ihre Reihen haben. Teamchef Ales Pajovic hat ja schon gemeint, dass sehr viel von der Defensivleistung heute abhängen wird. Jetzt mal grundsätzlich, was das Team selbst betrifft, kann er aus dem Vollen schöpfen? Gegen Estland hat er zum Beispiel Boris Zivkovic gefällt. Ja, Boris ist wieder dabei. Leider hat sich gestern im Abschlusstraining noch Lukas Herburger verletzt, der eigentlich auch Vorarlberger ist. Der Schaffhauser spielt, der hat sich eine Bauchmuskelzerrung, wir sind auch medizinisch am Abklären, aber der hat sehr große Schmerzen und kann heute nicht eingesetzt werden. Den müssen wir vorgeben, aber sonst sind alle Spieler, die Bayo einberufen hat, sind spielbereit und freundlich auf die Partie heute. Mit Robert Weber ist ja auch ein sehr bekannter Vorarlberger im Team dabei. Wie wichtig sind so erfahrene Spieler wie Weber oder Zivkovic, wenn es gegen Teams wie Island geht? Ja, ich glaube, speziell Robert Weber hat natürlich schon unfassbar viele Spiele, hat schon über 200 Länderspiele für Österreich gemacht. Spielt schon seit 18 Jahren in diesem Team. Der bringt natürlich Erfahrung mit, hat internationale Klasse. Und ganz sicher da auch ein bisschen der Ruhepol in dem Ganzen sein. Aber heute brauchen wir nicht nur Ruhe, sondern heute müssen wir einfach sehr aggressiv und mit sehr viel Leidenschaft spielen, um den Isländern da die Parole bieten zu können. Aber auch Boris ist natürlich wieder wichtig, dass er zurück ist. Er war letztes Mal nicht dabei, weil er schöne Dinge hatte, weil er ein Kind bekommen hat und das natürlich bei seiner Familie sein wollte, was er sonst vollständig klar ist. Aber er ist wieder dabei und auch von ihm hoffen wir natürlich gleich, bevor er zurückkommt, dass er uns da helfen kann.
Wo es ganz sicher nicht ruhig sein wird, wird in der Halle sein. Also Sie haben schon gesagt, sie wird vermutlich ausverkauft sein. Welche Rolle wird denn oder kann das Publikum spielen heute? Ja, eine sehr große. Also ich glaube, jeder Spieler spielt gern vor Zuschauern. Wir haben lange Jahre jetzt oder 2 Jahre lang fast auf Zuschauer verzichten müssen. Es war gegen Estland schon eine ganz tolle Stimmung und ich glaube, dass bis heute noch eine Stufe höher wird und das wünscht die Spieler und jeder freut sich darauf, vor so vielen Leuten zu spielen. Mhm. Eine letzte Frage noch zur Qualifikation. Egal, ob man jetzt übersteht oder diese gegen den sehr starken Gegner Island oder auch nicht. Was ist denn mittelfristig bzw. langfristig das Ziel des ÖHB? Heißt es in Zukunft wieder, wollen wir uns regelmäßig für große Events qualifizieren? Ja, natürlich. An dem hat sich nichts geändert. Wir waren jetzt 5 Jahre hintereinander bei allen Großereignissen dabei. Was die längste Serie ist im österreichischen Handball, was wir noch nie hatten. Jetzt haben wir natürlich wirklich eine Husarenaufgabe, aber auch das Spiel schenken wir noch nicht her oder diese 2 Spiele, sondern wir wollen alles reinhauen und wenn man die Chance bringt, sagen wir zu, aber natürlich ist der Verband ausgerichtet, zuerst einmal immer sich regelmäßig zu qualifizieren, das sind immer unsere Ziele und dann bei Europameisterschaften natürlich auch immer wieder einen Entwicklungsschritt nach vorne zu machen. Das an einer Platzierung festzumachen ist immer ganz schwierig, weil die Handballwelt dreht sich natürlich relativ schnell. Aber wir wollen einfach immer im Konzert der Großen dabei sein und zeigen, dass Österreich eine gute Ampelnation ist. Was kann man da von den Isländern lernen, die ja zu den Top-Nationen gehören und da vergleichsweise kleine Insel sind? Ja, es ist, ich sage immer, es ist ein Wikingerfolg. Sie haben unglaubliche Leidenschaft. Sie bringen immer wieder unglaublich gute Spieler heraus, auch in der Breite. Sie haben sehr, sehr viele Legionäre im Ausland, haben in der Liga fast keine Legionäre, spielen viel mit eigenen Spielern und das ist natürlich etwas, wo die Spieler sich entwickeln und auch diesen großen Traum haben, von der Insel wegzukommen und eben im Ausland Handball zu spielen. Und natürlich ist Island ein kleines Land, aber einfach ein Handball mit Handballtradition getränktes Land, das jedes Jahr einfach immer wieder Top-Spieler hat. Und momentan haben sie eine Mannschaft, die wirklich wieder ganz, ganz oben angreifen kann. Mhm. Patrick Völser, vielen Dank, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, hier kurz vor dem Spiel für Vorarlberg Live. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und wir drücken auch hier im Studio die Daumen. Das ist wichtig. Vielen Dank. Dankeschön.